Please slap your neighbor on my behalf and tell your neighbor wake up. Sag deinem Nachbarn, er soll aufwachen. God can do anything, you know. Gott kann alles tun. Far more than you could ever imagine. Viel weiter, als du dir jemals vorstellen könntest. Or guess or request. Oder denken könntest oder fragen könntest. In your wildest dreams. In deinen wildesten Träumen. He does it. Er tut es. Not by pushing us around. Nicht indem er uns herumschubst. But working within us. Sondern in uns wirkt. His spirit. Und sein Geist. Deeply. Tief. And gently. Und freundlich. Within us. In uns. Amen. Amen. And Philippians chapter 4 verse 13. Philippa 4 Vers 13. Therefore. Deswegen. I have strength. Habe ich Kraft. For all things. Für alle Dinge. In Christ. In Christus. Who empowers me. Der mir die Kraft gibt. I am ready for anything. Ich bin bereit für alles. And equal for anything. Und gleich zu allem. Through him. Durch ihn. Who infuses. Der mir. Inner strength. Innere Kraft gibt. Into me. In mir. I am self-sufficient. Ich bin selbstgenügend. In Christ's sufficiency. In der Genüge Christi. Do you believe that? Glaubst du das? Do you believe that? Glaubst du das? Do you believe that? Glaubst du das? Let's confess it again. Lass es noch mal bekennen. God can do anything. Gott kann alles tun. That you know. Dass du kennst. Far more. Aber viel weiter. Than you could ever imagine. Als du jemals vorstellen könntest. Or guess or request. Oder denken oder erfragen könntest. In your wildest dreams. In deinen wildesten Träumen. He does it. Er tut es. Not by pushing us around. Nicht indem er uns herumschubst. But working within us. Sondern indem er in uns wirkt. His spirit. Sein Geist. Deeply and gently within us. Tief und freundlich in uns. Therefore. Deswegen. I have strength for all things. Habe ich Kraft zu allen Dingen. In Christ who empowers me. In Christus, der mir die Kraft gibt. I am ready for anything. Ich bin bereit zu allem. And I'm equal to anything. Und ich bin gleich zu allem. Through him. Durch ihn. Who infuses. Der inner strength innere Kraft into me in mich bringt. I am self-sufficient. Ich bin selbstgenügend. In Christ's sufficiency. In der Genüge Christi. Amen. Amen. These are powerful Bible verses. Das sind kraftvolle Bibelverse. That we are going to continue confessing them. Die wir weiter bekennen werden. Because the Word of God tells us who we are in Christ Jesus. Denn Gottes Wort sagt uns, wer wir sind in Christus. And we've just read who we are in Christ Jesus. Wir haben gerade gelesen, wer wir sind. We are able to do anything. Wir sind fähig, alles zu tun. God is not limited. He is limitless. Gott ist unbegrenzt. And he empowers us. Und er bekräftigt he uns. He infuses inner strength within us. Er gibt neue Kraft in uns. To be able to do great things. Damit wir fähig sind, Großartiges when zu tun. When we read the book of Acts, wenn wir Apostelgeschichte lesen, we see how the Holy Spirit empowered the disciples to do great things. Sehen wir, wie der Heilige Geist den Aposteln die Kraft gegeben hat, große Dinge the zu tun. The same Holy Spirit, der gleiche Heilige Geist, is here to empower us. Ist auch hier, um uns die Kraft zu geben. To strengthen us. Um uns die Kraft zu geben. To enable us to do impossible things. Um uns fähig zu machen, Unmögliches zu tun. Can I hear amen? Kann ich ein Amen hören? Can I hear amen? The Passion Translation says it this way. Die Leidenschaftsübersetzung sagt, and I find that the strength of Christ's explosive power infuses me to conquer every difficulty. Hallelujah. Und ich finde, dass die Kraft von Christus, diese explosive Kraft in mir, die Kraft gibt, jede Schwierigkeit zu überwinden. The explosive power, diese explosive Kraft of Christ Jesus, von Jesus Christus, empowers me, gibt mir die Kraft, enables us, befähigt uns, to conquer every difficulty, jede Schwierigkeit zu überwinden, no matter where you are at, egal wo du dich befindest, no matter where you find yourself, egal wo du dich befindest, no matter the situation, egal welche Situation, you are well able to overcome it, du bist fähig es zu überwinden, you are well able to rise up from that situation. Du bist fähig, wieder aufzustehen. In fact, the Word of God tells us. Und Gottes Wort sagt uns. Arise and shine. Steh auf und scheine. Arise and shine. Steh auf und scheine. Tell your neighbor, arise and shine. Sag deinem Nachbarn, steh auf und scheine. Let us go to Isaiah 60. Lass uns zu Jesaja 60 gehen. Tell your neighbor, it's time to arise. Sag deinem Nachbarn, es ist Zeit aufzustehen. From the situation. Von deiner Situation. That you find yourself in. In der du dich befindest. Isaiah 60 says, arise and shine, verse 1, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Vers 1, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Arise and shine. Steh auf und scheine.
For the glory of the Lord is risen upon you. Denn die Herrlichkeit des Herrn ist auf dir aufgegangen. In the amplified version it says this. In der erweiterten Übersetzung steht: Arise and shine. Steh auf und scheine. From the situation. Von deiner Situation. From the depression. Von der Depression. That circumstances have brought you to. Die Umstände dich gebracht haben. Because the glory of the Lord is risen upon you. Denn die Herrlichkeit Gottes ist auf dir aufgegangen. So you ought to be arising. Deswegen solltest du aufstehen. Tell your neighbor stand. Sag deinem Nachbarn, steh auf. Arise. Steh auf. Shine. Steh auf. It is time to shine. Und scheine. It is time to conquer. Es ist Zeit zu überwinden. Every difficulty. Jede Schwierigkeit. When you go back to the Passion Translation of Philippians 4:13. Wenn wir in die Leidenschaftsübersetzung von Philippa 4 gehen. It says, I find that the strength of Christ's explosive power infuses me to conquer every difficulty. Ich finde, dass die explosive Kraft Jesu Christi mir die Kraft gibt, jede Schwierigkeit zu überwinden. You know, when God looks at you, wenn Gott dich anschaut, he says, look at a conqueror. Sagt er, schaut diesen Überwinderer an. Look at a conqueror. Schaut euch diesen Eroberer look an. At this, a conqueror. Schau dir diesen Überwinder he's, an. This is somebody who's been empowered, who's been strengthened to overcome every difficulty. Das ist jemand, der die Kraft hat, jede Schwierigkeit zu überwinden. If you believe it, shout amen. Wenn du das glaubst, sag Amen. 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 And that is not my preaching today. Und das ist nicht die Predigt heute. That is just a free of charge encouragement. Das ist einfach kostenlose Ermutigung. So tell your neighbor, be encouraged. Sei ermutigt.